Ja, wie schön, dass wir heute wieder zueinander gefunden haben. Ich freue Ja. mich so riesig. Vielen Dank nochmal für die Auszüge, für das Gesellschaftsleben. Das ist bombastisch. Es ist richtig gut. Also da konnte ich richtig viel mit anfangen. Ich habe selber auch mal so eine Art Menschenrechtskatalog gemacht. Und also das möchte ich unbedingt gerne nochmal mit dir vertiefen, weil das sich in vielen Punkten sehr ähnelt und wir anscheinend da so eine gleiche Gedankenlinie haben. Und gleichzeitig würde ich aber auch ab und zu gerne noch mal so ein Passus vorlesen, den du so beschrieben hast, auch wie das menschliche Zusammenleben funktionieren könnte, wie man da immer so an äußere Grenzen stößt und so weiter, die du dann vielleicht einfach noch mal ein bisschen mehr kommentieren könntest, weil ist ja alles nicht ganz so leicht zu verstehen, aber ich denke, wenn dir dann vielleicht so diese Sätze kommen, dass du dann vielleicht noch mal was dazu sagen könntest, das wäre wunderbar. Ja, so lieber Sigvard, lieber Matthias, habt ihr Fragen? Ja, Wir hatten klar. ja beim letzten Mal, ich weiß aber nicht, ob wir damit anfangen können. Wir haben doch das letzte Mal, als wir uns beraten haben, hatten wir so eine kleine Idee. Und zwar ging es da um das, könnt ihr euch noch erinnern, um das Emoto. Experiment. Ja, klar. Wasser. Genau. Genau. Und da war, glaube ich, unsere Frage zu, kann man dieses Experiment, also wenn Emoto da zum Beispiel Reis bespricht und so, kann man das mit der Informationsenergetik erklären, diese Phänomene? Weshalb dann diese Materie sich plötzlich ändert, wenn da andere Informationen drauf gesprochen wird? Ja, freilich, das Wasser ist ja ein Schwingkörper, auf Deutsch gesagt. Und gerade über diese longitudinale Ebene, was der Schall ausmacht, kann man natürlich da drauf sprechen und das hinterlässt Resonanzen dann im Wasserkörper natürlich. Und die, wenn sie den auskristallisieren, zeigen sich natürlich dann auch mit den Kristallen in den bestimmten Strukturen, wie sie eben gezeigt wurden. Ne? Aber das funktioniert ja auch nicht nur mit Schall, sondern wenn man ein Zettelchen drunter legt, auf das irgendwas geschrieben oder irgendwelche Symbole gemalt sind. Ja, aber du arbeitest ja da trotzdem auf der longitudinalen Ebene. Du arbeitest ja mit deinem Geist und der arbeitet ja auf der longitudinalen Ebene. Auch wenn dir das nicht bewusst wird, werden jene ja da auch Schwingungen in diese Hohlraumschwingungsebene rein, die sich natürlich dann auch im Wasser wiederfinden. Ne? Denn das ist ja alles mit allem verbunden. Da gibt es ja auch eine Trennung in der Hinsicht. Ne? Also ist die Quelle gar nicht das Medium, also die Schallwelle oder eben das Stück Papier, sondern der Geist, das erzeugt. Sowohl als auch, sowohl als auch, ja. Sowohl das Aufgesprochene als auch mit dem Geist. Denn mit unserem Geist arbeiten wir ja letztendlich mit diesen unbewusst, eigentlich viel mehr mit den unbewussten Ebenen. Darum haben ja mal die Gehirnforscher dann rausgekriegt, dass 90% unserer Gehirnmasse Junk-DNA und sonst was verblödsinn ist und so weiter. Aber das sind ja gerade die Ebenen, die auf der anderen Ebene arbeiten. Und wir haben ja das wenigste ja elektromagnetisch. Und darum sehen wir das ja mit den heutigen Messgeräten nicht. Ne? Dazu brauchen wir ja die kristallinen Messgeräte. Dann wird man nämlich sehen, dass da sehr wohl Aktivitäten sind und stärkere Aktivitäten als überhaupt auf der elektromagnetischen Ebene. Ne? Das Das ist heißt, ja der Unterschied. Ne? die Aussage, wir nutzen nur 5 bis 10% unseres Verstandes, ist total falsch. Wir können nur die anderen 90, 95% nicht messen. Ja, wir nutzen sie bewusst, was wir in unserem Hohlraumkino widerspiegeln, auf Deutsch gesagt. Aber das ist ja nur minimals von dem, was eigentlich unsere Lebenseinheit ausmacht und wo wir mit wir arbeiten. Das meiste arbeiten wir ja mit dem Unbewussten und Unbewussten. Wir merken es ja nicht. Es ist ja teilweise vorprogrammiert in uns, mit dem wir als Hintergrundmatrix hier arbeiten, ohne dass uns das bewusst wird. Das ist ja auch das Schlechte in der Hinsicht nachher wieder, dass so Vorprägungen dann so sind, die so verfestigt sind, dass man sie schwer lösen kann. Ne? Was ja dann auch sich wieder widerspiegelt in bestimmten Gedankenhaltungen und so weiter. Ne? Ein vollkommener Materialist sieht eben wirklich bloß das und leugnet alles andere. Aber das ist geschuldet auf seine Matrizen, die im Unbewussten und Unterbewussten hinter ihm liegen. Ne? Die könnte man über bestimmte Prozesse aufschmelzen, aber das bedarf doch einiges an Aktivitäten. Ne? Wir haben ja alle unsere Matrixen dahinter liegen, unser Filter und so weiter. Das ist ja auch gut, dass wir die haben, sonst würde man sich auch nicht existieren können hier in dieser Welt.
man ja nicht alles ertragen kann, was auch am Negativen hier passiert. Ne? Das schalten wir ja zuerst erstmal aus und behalten ja meistens nur die positiven Aspekte, weil wir das hier auch nicht verkraften würden mit unserem Geist letztendlich. Ne? Aber das ist im Unterbewussten ja wahrscheinlich doch da. Ne? Also so ganz klappt das auch. Das ist immer da. Und viele Krankheiten, wenn wir heute welche krank werden, das kommt ja vom Unterbewussten nach. Die äußert sich nachher dann bloß hier in unserer Welt, in unserem Bewusstsein. Es muss ja noch nicht mal aus dieser Lebensphase kommen. Es kann ja sein, dass es aus dem früheren Leben schon mitkommt und so weiter. Letztendlich, wir wechseln ja bloß immer die Welten, wenn wir durch den Todesereignis, das war ja Totalitätsordnungsdurchgang. Also unser Geist bleibt ja bestehen. Der ist ja ein Bestandteil in diesem Selbst als ein kleines Pünktchen da drin, auf Deutsch gesagt. Und der bleibt ja erhalten, aber uns wird das nicht bewusst, weil es ja wieder eine informationsenergetische Umkehrung gibt, wenn wir dann in die nächste Welt wechseln und so weiter. Vielleicht wenn wir in der Zwischenebene sind, wissen wir wahrscheinlich mehr. Wir entscheiden uns ja da, in welche Welt wir demnächst dann wieder gehen werden. Wa? Aber wenn wir dann in dieser beschränkten Welt dann wieder sind, haben wir das vom Bewussten her, weil wir es direkt widerspiegeln, vergessen, aber in unserem Gen und in unserem Unterbewusstsein, in unserer Schwingungsmatrix, auch die vom Herzen kommt, ist das ja inprogrammiert und direkt für unsere Aufgabe auch zur Verfügung gestellt. Aber da kommt es ja darauf an, dass wir unsere Lebensaufgabe ergründen und danach handeln letztendlich. Und dann werden wir ja beschützt, wie wir ja wie wir bestimmt auch gemerkt haben. Ich habe es in meinem ganzen Leben gemerkt, wie beschützt ich, wenn ich meine Aufgabe hier erfülle. Nur wenn ich dagegen handle, dann kriege ich immer meine Watscheltatsche. Aber manchmal ist das so unlogisch, also es ist überhaupt nicht logisch zu begreifen. Aber das, wenn man die größere Übersicht hat, was ja das selbst immer hat, letztendlich. Und hinterher merkt man es ja, dass es doch richtig gewesen wäre. Ne? Aber das wissen wir erst hinterher. Das ist immer das Traurige an der Sache. Zur Definition, wie unterscheidest du Geist, Seele und Selbst? Also das Selbst ist im Prinzip ja, wenn man so will, was Jung sagt. Wie bezeichnet er diese Ebene? Er hat doch da einen Begriff letztendlich. Da sind ja im Prinzip etliche. Nee, das sagt Freud, ne? Freud, glaube ich, spricht vom Essen. Jung hier, so. Archetypen, oder? Archetypen, genau, das Wort hatte ich jetzt nicht. Also das sind ja Archetypen, auf Deutsch gesagt. Und da sind ja etliche von diesen Ich-Einheiten integriert in einem bestimmten Selbst letztendlich. Und die kommunizieren ja im Unterbewussten, Unbewussten ständig miteinander. Sie stehen ja immer im Kontakt letztendlich so. Was nur der Geist ist, da sehe ich mehr oder weniger, was wir bewusst erleben als Geist, das ist das, was aus der Zeitebene, aus dem Zeitmedium zu uns kommt letztendlich. Das ist das, was wir mehr oder weniger als Geist betrachten, was ja vorwiegend informationell oder informativ ist, kommt ja aus der imaginären Ebene. Über die Imagination, Information wird es uns nachher letztendlich bewusst, wenn es ein bestimmtes Stadium der Kristallisation, der Verfestigung erreicht hat. Ne? Ja, und der Materie ist ja das, was wir um uns haben, dieses Erscheinungsmedium, überhaupt, was wir als Raummedium bezeichnen können. Aber wie gesagt, Medium, das, was nachher verfestigt ist, was nachher in atomar geht oder in molekular und was die Körper ausmacht, das bezeichne ich ja dann schon wieder als Material, weil das ist ja kondensierte Materie schon wieder. Ne? Und das darf man nicht verwechseln letztendlich. Aber was die Materie an sich ausmacht, ist ja ein superfluides Medium, was uns immer umgibt und was wir als Raum wahrnehmen, auf Deutsch gesagt. Ne? Also wir schwimmen in der Suppe. Wir schwimmen in der superfluiden Suppe, genauso ist es ja. Und es ist ja nicht so, dass wir bloß diese Ebene abgreifen. Was ich in meinem Weltmodell da habe, da in diesem Welt- und Orbitalmodell, alle diese Ebenen, die da integriert sind, sind ja gleichzeitig auch in unserer Welt. Das sind ja bloß tiefere Ebenen, auf die wir auch ständig Zugriff haben. Wir haben bis zum Zeitkörper direkt, der ja vollkommen kristallin ist, was wir ja als Akasha-Chronik bezeichnen, wo alles festgeschrieben ist, was überhaupt möglich ist in diesem Universum und so. Und das ist ja immer existent in der Hinsicht. Da ändert sich auch nichts. Nur unser Geist, wie er, als ob er Buch liest, durchstreift dann bestimmte Seiten, bestimmte Ebenen, bestimmten Text in diese Akasha-Chronik. Aber festgeschrieben ist das eigentlich immer. Aber mit unserem Geist können wir entscheiden, welche Seiten wir uns angucken oder durch welche Welten wir wandeln. Mit unseren Entscheidungen macht man ja dieses klar. Und mit jeder kleinen Entscheidung wechseln wir ja eigentlich schon die Zeitebene wieder. In der Hinsicht. Ne? Wird uns bloß nicht so bewusst, weil das so eine kleinen Wechsel sind, die wir mit unserem grob
Bewusstsein gar nicht widerspiegeln können. Ne? Was hat die, wenn in einem Bild mal ein schwarzer Punkt ist auf dem Bildschirm, den sehen wir ja noch nicht mal auf Deutsch gesagt, ne? Obwohl der ja dann eine Veränderung schon bewirkt hat oder ist. Ne?